Ah, wir haben, okay, wir haben den Kampfmarkierungsschrein oben, deswegen schlagen wir da gerade so turbomäßig nur zu. Hat mich gerade ein bisschen gewundert. So, dann wieder Gold und da geht es nur weiter abwärts. Okay, sehr tiefe, tiefe Höhle. So, das decken wir einfach ein bisschen die Gegner zusammen. Kommt her. Kommt her. Danke. Und da drüben gibt es nochmal eine Höhle. Boah, was ist das für eine Riesenhöhle? Ist ja abartig. Aber das ist einer von den Gründen, warum ich sinnlos Höhlen hasse. Denn dann ist es oft so, dass sie eben Höhlen da, wo sie 4, 5 Etagen haben. Dann geht man ganz runter und dann wird da einfach eine Sackgasse von Latz geworfen und man müsste dann entweder den ganzen Weg zurückgehen, was einfach extrem frustrierend ist und megamäßig scheiße. Also sollte das jemals Spiele entwickeln. Sackgassen gut und recht, aber macht es nicht so, dass es einfach gleich mehr frustrierend wird. Es ist einfach nicht spannend, wenn man sich, was weiß ich, 20 Minuten oder 10 Minuten durch eine Höhle gemetzelt hat und dann auf einmal diesen 10 bis 20 Minuten Weg dann einfach wieder zurückgehen muss, ohne Gegner, ohne nix. Das macht keinen Spaß, das ist schlecht. Es muss immer irgendwelche Auswege geben. Man könnte mir jetzt natürlich auch sagen, hey, benutze das Portal und beam die raus, aber na. Als ob es mittlerweile auch schon mitkriegt, nur weil irgendwo eine Höhle ist, muss das nicht bedeuten, dass da in der Nähe dann auch gleich eine Stadt ist. Deswegen sind manche Höhlen in diesen Titan Quests einfach megamäßig frustrierend. Und deswegen mag ich sie eigentlich so gut wie nie betreten. Gerade momentan weiß ich leider nicht, welche ich betreten muss und welche nicht. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als in jede reinzugehen. So, schon langsam kann es ja aber wirklich ein Ende nehmen. Das ist echt für eine abartige Höhle. Es ist schon fast unrealistisch. In dem Fall haben wir mit der Höhle ein Glück, wenn es eine Sackgasse sein sollte. Gibt es wenigstens Fayum in der Nähe der Oase, wo es dann, glaube ich, in der unteren Höhle, was ich da schon gesehen habe, da wird es dann, glaube ich, weitergehen. So, wieder kurz vorm Level-Up sehe ich da gerade. Also nur grob ein Viertel Balken, das ist nicht viel. Und es gibt immer noch mehr Höhlen. Anzeigesymbole. Abartig, abartig, kann ich leider sagen. Das weitere Demotivierende in diesen Höhlen ist dann auch, wenn man dann eben alles brav gemacht hat und alle Gegner besiegt hat in dieser Höhle, gibt es oft keine Belohnungen irgendwie. Was weiß ich, eine königliche Truhe, die was so einen blauen Gegenstand oder irgendwas droppen würde. Na, es gibt einfach gar nichts. Das macht es noch frustrierender, als es teilweise ohnehin schon ist. So, jetzt habe ich aber genug über die Höhlen von Titan Quest gelästert. Zähl mal wieder die positiven Dinge auf. Man kriegt Erfahrung in Höhlen. Man kann tolle Essenzen finden in Höhlen. Jeder Gegner hat die Chance, Gegenstände zu droppen, die was für jemanden interessant sein könnten. Hier runter, jawohl. So, jetzt hat man mal kein Höhlensymbol mehr anzeigt, könnte somit die letzte Ebene dieser Höhle sein. So, sammelt sein Kapitel, go, go, go. Warum habe ich Gesundheitstrank auf? Ich habe gesagt, ich heb sie nicht mehr auf. Dieser Zwang, alles irgendwie, was nicht weiß ist, aufzuheben. Oh, und da haben wir schon Level Up. Gar nicht mitkrieg. Ist schnell gegangen. Und nochmal Götterblut. Okay, die Höhle, die hat sich definitiv schon einmal ein bisschen gelohnt, auf jeden Fall. So, Ring nehmen wir mit. Der Rest, Kampfhelm, schauen wir uns auch irgendwann einmal an.
So, gehen wir da mal wieder ein bisschen verbinden. Gifting, okay, haben wir eh schon mal vollständig. Götterblut, Außenpanzer und Götterblut. Dann Punkte in Stärke und noch einmal Stärke, einfach weil ich es kann. Jupp. Dann da ein Punkt in klarer Traum, dann haben wir das vollständig. Dann fehlt uns jetzt nur mehr Psy-Schlag und Phantomschlag. Okay, das wären, lass mich ausrechnen, 8, 11, 12, also Moment, wie viele Level-Ups wären es noch? Da kann ich 5 entlernen, dann bin ich da auf 10. Dann mit einem Level-Up 6, 9, Ding. Okay, 3 Level-Ups noch mehr, dann sind wir mit der Traumbeherrschung fertig. Dann geht endlich Kriegsmeisterschaft los. Sofern ich, wie nur immer gilt, kein Feedback von dem Krieg oder irgendwelche Vorschläge für andere Meisterschaften. Es gibt Leute, die was anscheinend schauen, denn immer wenn ich neue Teile herauflade, manche haben dann bald einmal 6 bis 8 Views über Nacht. Also entweder irgendeiner schaut es einfach endlos oft an. Aber irgendjemand schaut es auf jeden Fall und manche voten schon einmal bei Videos mit gefällt mir, manche auch schon mit gefällt mir nicht. Bin ich sehr traurig drüber? Nein, bin ich nicht. Muss nicht jeder mich mögen, ist ganz klar. Verstehe ja. Ich würde mich vielleicht auch nicht mögen, wenn ich nicht ich selbst wäre. Vielleicht würde ich mich hassen. Ja, und derjenige auf jeden Fall, der was da zuschaut. Also, falls du, den mehreren, was da vielleicht zuschauen. Falls ihr Titan Quest kennt, dann wirklich. Ich würde mich erstens einmal um irgendeinen Kommentar freuen, denn meine Videos haben so gut wie nie Kommentare, einfach nur Views und eventuelle Votes für gefällt mir nicht. Und ja, ich würde mich auch noch freuen oder würde mich auf jeden Fall interessieren, hey, Held. Ja, ob sie ja andere Meisterschaften vorschlagen würdet, außer Kriegsmeisterschaft. Oder ob sie mit Kriegsmeisterschaft einverstanden seid. Damit ihr das natürlich sagen könnt, müsst ihr natürlich die Teile jetzt auch noch aufladen, bevor ihr die 3 Level-Ups dann ohnehin schon habt. Ach, vielleicht bin ich heute mal fleißig und lade eigentlich da. Ich hab auf dem Computer, glaub ich, so grob. Ja, das dürften sein, so 5 bis 10 Teile. Mit dem nachher dürften es mehr sein. Herumliegen und schon langsam wird mir auch klar, ich habe mal aufgeregt gehabt über Let's Player, oder aufgeregt, ich habe es mal erwähnt, dass manche Let's Player nur 1 bis 2 Teile pro Tag irgendwie hochladen und es wird mir allmählich klar, warum. Am Wochenende, wo man mehr Zeit hat, da spielt man einfach einmal, was weiß ich, 1-2 Stunden und hat dann so, ja, so 6-7 Teile herum, vielleicht einmal 10, wenn man ein bisschen mehr spielt oder ein bisschen aufwendiger alles wird. Und ja, die Teile, die tut man dann einfach verteilt über die Woche hochladen, da man unter der Woche oftmals einmal nicht zum Spielen kommt. Und das vielleicht für die Abonnenten dann uninteressant ist oder schlecht ist, wenn sie nicht täglich neues Material geliefert kriegen. Ich meine, ein paar sollten es verstehen, zumindest die Erwachseneren sollten vielleicht eventuell ein bisschen Verständnis dafür haben. Aber andere vielleicht nicht. Und ja, ich mache das mittlerweile eigentlich auch schon fast so, dass ich am Wochenende halt Spiel aufnehme. Und die Teile dann da immer dann in der Früh einfach hochladen, wenn ich zurückkomme irgendwann am Abend oder am Nachmittag, ist es dann auf YouTube und alle sind glücklich, alle sind froh, alles ist besser, als es gestern war. Da, 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 die Ärzte sind geil. Wie geht der Text? Alle sind happy, alle sind froh und überall, wo man hinguckt, Liebe und Frieden und so. Jo, das war die Ärzte und das war eine von diesen berühmten Scheißhöhlen. Jetzt habt ihr es wenigstens einmal gesehen. Hey, wir haben da irgendwo einen Wegpunkt übersehen, hä? Da geht der Akt nur schneller als gedacht. Wir sind schon beim vorvorletzten Wegpunkt. Okay, das ist wirklich schnell. Nimm mich nur auf. Jupp. Waffen, Rüstungen, Tränke, Bögen und Stäbe. So, das war zwar Helm mit viel Verteidigung, bringt aber schon nichts. Da. Okay, das klingt interessant. Was hat der Durchschlagschaden? Gesundheitsreck, Bewegung, da wird man schneller laufen. Und Schadensresistenz gegen Bestien.
Oh ja, ich glaube, das geben wir uns. Moment, Gesundheitsreck 7, 62. 7. Okay, da hat man ein bisschen weniger Gesundheitsregeneration, aber dafür haben wir Durchschlagschaden mehr. 150, 149. Okay, das wäre noch 1. Und Bewegung aber mehr. Ist es Laufgeschwindigkeit? Da haben wir jetzt 129. Jupp, das heißt, wir laufen schneller. Also alles im All meiner Meinung nach besser. Wir bleiben dabei. Dann da verkraften wir. Nö, brauchen wir alles nicht. So. Moment, da brauchen wir immer das was Schriftrolle des Elementschildes. Seelenstärke. Elementschildes, da haben wir es. Okay, da haben wir es da mal rüber. Wir haben wieder keinen Platz. Brauchen schön schon eine Schriftrolle, nach der ihr Ausschau halten müsst. Nö. Und gibt es da Grünes? Oh ja, okay, Intelligenz-Amulett bringt uns gar nichts. Bringt uns gar nichts. So, dann da Stiefel. Ne, ne. Lebe wohl. Lebe wohl, jawohl. So. Jetzt laufen wir aber schon schnell. Mir kommt es gerade vor. Die 17%, die haben sich rentiert. Das heißt, wir können noch schneller durch die Akte hindurch rasen. So, das ist diese Höhle, wo es weitergeht. Der Weg nach Fayum, hä? Das ist wohl eher der Weg von Fayum. Okay, ich komme davon, von welcher Richtung man kommt. Es ist der Weg von zu Vayum. Von nach Vayum, so. Und diese Riesenwürms und eben schon wieder über zwei Balken von Erfahrung. Man levelt abartig in diesem Akt, kommt mir vor. So, da ist nichts rausgefallen. Okay, die machen viel Schaden. Das ist so Gift, ja. Gift haben wir gleich 5% Widerstand. Feuer und Kälte, wenn man relativ gut gewappnet. Gift eher nicht so. Gift ist so ein bisschen unsere Schwäche, wenn man so will. Obwohl, wir haben natürlich keine Schwächen. Und Seths Verrat. Ja, ich sag weiterhin Seth und nicht Seth, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er Seth heißt und nicht Seth. Ich glaube, das ist einfach eine miese deutsche Übersetzung. Die Höhle kann genauso gut heißen. Höhle der Kryptowürme. Oh Gott, hört auf, ihn zu bespucken. So. Und es ist schon wieder Nacht. War nicht gerade davor Tag. Sehr merkwürdig. Es ist einfach innerhalb von einer Sekunde von Tag auf Nacht gewechselt. Und wir sind in Gizeh. Ja, was gibt's in Gizeh? Die berühmten Pyramiden, genau. Und was gibt's in Gizeh noch? Die Sphinx. Genau, also wir werden auch eine Sphinx sehen in Ägypten. So, da wieder eine Höhle, wo ich natürlich runtergehen muss, denn ich habe die Aufgaben von Memphis erledigt. Da ist irgendwas gesagt worden mit Gizeh. Anubis-Zorn, sehr schön. Und noch einmal Seths Verrat. Es geht dahin. Aber also Essenzen, glaube ich, was wir momentan eher nicht brauchen. So, der kann wieder mal Spektralmaterie fallen lassen. Wieder mal solche Gegner. Man muss sie nur freundlich drum bitten. Ja. Und die gleich nochmal. Oh, hat diesmal nicht geklappt. So, dann da Schreiberring. Ja, Ringe nehmen wir immer mit. Wie gesagt, da nehmen wir mal so ein Schwert da wieder mal mit. Kann ich mal schauen. Ob es da vielleicht bessere gibt als unser grünes Schwert. Ich bezweifle es.
Wolfsklaue. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt zoomen wir mal wieder ran, dann kannst du euch mal wieder ein bisschen diese coolen Zombie-Models geben. Na, das waren die Gegner gewesen, die was ich eigentlich sagen wollte. Verdammt. Da gibt es so Zombies oder so Skelettkrieger, wenn man die umhaut, nachher kriegt man so ein flammender Skelett, mit so ein bisschen Animationen gemacht hat. Schaut nicht schlecht aus, verdammt, welcher Gegner war das? Kann ich es eigentlich beim nächsten sagen. Ah, da ist einmal ein Questgegner. Ich bleib weg, gehe nicht hinein. Er ist verrückt geworden, er gehorcht mir nicht. Wer denn? Du siehst, es ist wahr, was meine Vorfahren gesagt haben. Es gibt hier einen Wächter, nur will er mir nicht gehorchen. Was habe ich nur falsch gemacht? Gehe nicht da rein. Ich sage es dir. Ach, wir sind wie ein kleines Kind. Alles, was wir nicht dürfen, wollen wir haben. Also, auf geht's. Gegen Hesi Sunep F. Ahnenwächter. Beschissener Drecksname. Aber kein Problem für uns. Level 24, gleiches Level wie wir. Okay, er macht viel Schaden. Oh Gott, der macht abartig Schaden. Kurze Panikattacke. Ich beruhige mich wieder. Ja, ich sollte vielleicht bei Bossgegnern nicht so vorlaut sein. So, was lässt er fallen? Gar nichts, irgendein Ramsch. Wir nehmen trotzdem alles mit, was irgendwie geht. Er ist tot, oder? Ich hatte gehofft, ich könnte ihn gegen die Monster einsetzen. Er hätte auf meinen Befehl hören sollen. Es war, als ob er besessen wäre. Meine Schwester Tatari muss krank vor Sorge um mich sein. Ich sollte zu ihr zurückkehren. Jupp, für die immer Ausschau halten nach dir. So, der vermisste Bruder. Gut, das sind einmal 10.000 Erfahrungen und ein mächtiger Ring. Da die Questbelohnungsringe aber in dem Spiel kennen, wird es vermutlich ein Scheiß werden. Ja, ich nehme jegliche Hoffnung, falls ihr jetzt gedacht habt, oh, geil, jetzt findet er einen mega Hyperring und wird noch stärker als ohnehin schon ist. Nee, das wird nicht passieren. Wird vermutlich ein Gackring sein. Ich meine nicht, dass wir jetzt irgendwelche göttlichen Ringe tragen würden. Na, das sind wir eh eher schlecht, aber die Questbelohnungen geben fast nie gute Ringe. Fast nie. Und mit fast nie meine ich eigentlich nie. So, jetzt kannst du wieder Spektralmaterie, glaube ich, fallen lassen. Tun sie aber nicht, sie weigern sich. So. Da ist ein Wegpunkt sicher. Ich will zum Wegpunkt. Ich will zuerst am Wegpunkt. Da schöne Stimmung, schöne Atmosphäre. In einer Ladezone und einem Leckgebiet, wie auch immer. So, da. Vorletzter Wegpunkt. Na, okay. Ah, dann sind wir vermutlich die falsche Reihenfolge gegangen. Memphis. Jupp, Memphis war da. Und wir haben uns zuerst nach Fayum nach Süden gemacht, zu dieser Oase. Und jetzt sind wir erst nach Gizeh gegangen, nach Westen. Haben hat mal so Entscheidungsfreiheit. Auch nicht schlecht. Ob man zuerst Fayum oder Gizeh macht, habe ich nicht gewusst gehabt. Ich glaube, ich habe bis jetzt immer zuerst Gizeh gemacht und dann Fayum. Fayum, keine Ahnung, wie man es ausgesprochen hat. Ja, auf jeden Fall, wir sind da jetzt im Pyramidengebiet, da Obelisken. Das ist schon abartig bewundernswert, wie die Menschen früher da diese riesen Obelisken von Ort zu Ort geschleppt haben. Und heutzutage stellt es Probleme dar, ja? Ah, da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Will ich dir erzählen? Beim nächsten Mal vielleicht, wenn ich mich daran erinnere. Ich habe schon genug, glaube ich, so einfach ohnehin gelabert. Ich weiß nicht, wie das ankommt, wenn ich irgendwas laber. Und nicht zum Spiel. Ach, scheiß drauf, ich erzähl's einfach. Ich kann mich eh nicht zurückhalten, ich kenn mich. Immer wenn ich Wissen hab, muss ich das am aufzwingen. Es gibt da eben diesen berühmten Obelisk in Ägypten, der was... Boah, wie hoch ist der? 15 Meter, 20 Meter, irgendwie sowas. Auf jeden Fall abartig riesig. Und den haben dort mal Menschen. Über eine Reichweite von... lass mich überlegen, dass ich nicht lüge. 2 Kilometer ist zu wenig. Ich glaube 200 Kilometer haben sie... Jawohl, 200 müsste glaube ich stimmen. 200 Kilometer von Menschenhand getragen. Oder getragen halt befördert. Ein riesen Obelisk mit 20 Meter. Hat gedauert... ein Monat oder zwei. Ich glaube 2 Monate, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Und dann hat Ägypten auf jeden Fall heuer, oder nicht heuer, irgendwann 2005 oder sowas, oder auf jeden Fall in dem heurigen Jahrhundert, wollte Frankreich auch seinen Obelisken auf jeden Fall haben. Oder irgendein Obelisk hätte nach Frankreich geliefert werden sollen. Und ja, in der heutigen Zeit würde man sich dann denken, hey, es gibt Flugzeuge, es gibt LKWs, es ist alles wesentlich unproblematischer als wir vom Menschenland früher. Und ja, der zurückgelegte Weg ist, keine Ahnung, 350 Kilometer, ein bisschen mehr, naja, Blödsinn, 350 Kilometer, das ist nicht, ist schon mehr. Ja, aber auf jeden Fall, für diese Strecke mit den modernen Hilfsmitteln von heute hat die Beförderung des Obelisken, der was kleiner war, ich glaube nur 10 Meter,